Müssen wir gleich mal gesondert gucken, wo denn die Mönche durch die Gegend laufen. Na komm, auf dem Weg zum Büro machen wir den noch hin mit. Katze! Komm her! So. Bei dem Kampf bin ich jetzt gerade sowieso, dann kann ich da unten auf. Ah, guck mal, da sind Gelehrte. Ich hoffe, die laufen dann nachher auch dahin. Okay, das hat nicht geklappt. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt eh im Kampf sind, dann können wir auch den einen Bürger sofort retten. Aber das geht offenbar nicht, wenn man schon gesucht ist. Ne, geht nicht. Na gut. Öh. So. Kurz den Marker falsch gesetzt. Aber wir finden da schon irgendwie einen Weg rein. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. So, hier rüber. Ja, der hätte auch so hoch gehen können. Da hätte er sich jetzt nicht unbedingt nochmal festhalten müssen. So, da sind wir schon am Büro. Flitzen wir kurz da rein, holen uns die Fehler ab. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Das Gespräch haben wir hinter uns. Und dann werden wir jetzt mal versuchen, Robert de Sable auszuschalten. Warum tut er das?
Das war jetzt nicht geplant. Schon so ein bisschen den Fluchtweg vorbereiten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das nur brauchen werden. Echt jetzt? Au. Au, nie so weit. Ihr werdet mir nicht entkommen. Kime boyun eğmek istiyorsun? So. Noch jemand? Offenbar nicht. Warum würde jemand so etwas tun? Wo geht... Na, wo geht's denn lang? Flup. Bevor er mich schubst. Wovor flieht er nur? Alter, wo geht's denn hier lang? Mein Gott. Was hat ihn Warum für... rennt er? Eine Kleinigkeit. Lass mich in Ruhe. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Mädel, lass mich in Ruhe. Ja, war klar. Wenn ich mir die an der Seite schubst, dass die alle auf mich losgehen. Ja, gut, dann brauchen wir die Gelehrten gleich zumindest nicht. Kime boyun eğmek istiyorsun? Ich weiß gar nicht, wie oft die mich eigentlich noch versuchen wollen, durch die Gegend zu schleudern. Au. Aua. Aua. Meine Güte. Muss so langsam jetzt knapp. So, so langsam sind sie alle so weit angeschwächt, dass ich die so platt machen kann. Noch einer? Nein, gut. Oh, da sind sie. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Ad-Din zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Das stimmt aber nicht.
Amen. Amen. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Alles klar, die haben es geahnt. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Gerçek farkında değilim ama hali hazırda kaybettim. Aua, Bogenschützen. Ich hab schon wieder so Frame Drops, was ist das denn? Aua. Das heißt, ich muss versuchen ein bisschen... Moment, was? Die Stimme gerade gehört? Das war doch gerade keine Männerstimme, oder? Das ist definitiv keine Männerstimme. Diese Bogenschützen. Oh, Scheiße. Ich muss irgendwie erst die Bogenschützen ausschalten. Geht nicht anders. Die Frage ist nur... Wo sind die? Da sind sie. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Hm. Ich sag doch, da stimmt was nicht. Tja, die Frage ist natürlich jetzt, wo ist Robert de Sable?